am interessantesten für so ein Gespräch fand ich jetzt deine Filmkritik zu Only Lovers Left Alive. Also ich hatte den Eindruck, da wird ein bestimmtes Lebensgefühl dargestellt, ein ganz bestimmter Kosmos, den man dann entweder teilen muss, um einzusteigen in den Film, oder wenn man ihn nicht kann, was macht man dann? Also wenn man diese Erfahrungswelt oder vielleicht auch Stilmittel als kitschig empfindet, als zu künstlich empfindet, wie nimmt man das als Filmkritiker wahr? Also wo merkt man da, okay, da distanziere ich mich zu stark davon, da kann ich nicht einsteigen, kann ich das dann noch kritisieren oder geht das eigentlich nicht? Also wenn ich jetzt die Auffassung habe, dass ich als Autor Filmkritiken schreibe, das ist also meine Position, gleichzeitig auch eine Verteidigungsposition, lässt man ja immer offen, andere mögen das anders sehen, aber ich schreibe, was mir passiert ist. Das kann man sagen, das ist unverantwortlich. Man schreibt im Namen von anderen, von zukünftigen Filmzuschauern, von Filminteressenten und so weiter und so weiter. Bloß habe ich auch früher geschrieben. Ich habe ja angefangen, seit 57 Filmkritiken zu schreiben und habe ich ganz verschiedene Muster verfolgt. Ende der 50er Jahre hieß das die nonkonformistische Filmkritik übrigens. Das war unser Label, würde man heute sagen. Also gut, ich bin jetzt der Auffassung, ich schreibe, was mir passiert ist und muss davon ausgehen und hoffe auch, dass es so ist, dass die Leute das lesen, ach, das ist wieder dieser Coolbrot mit seinen merkwürdigen Ansichten und unvermuteten Reaktionen. Die lesen das hoffentlich nicht als Ansage. Deswegen vermeide ich auch in den Kritiken jedes Mal zu schreiben, die Leute werden oder der Zuschauer wird sich fragen. Das Wort der Zuschauer taucht natürlich nie auf bei meiner Kritik, sondern lieber noch das Wort ist. Ich frage mich, ob dieses oder jenes ist. Und schaffe also dieses im Namen von unbekannten Leuten zu sprechen, das habe ich also völlig abgeschafft, sodass ich hoffe, dass auch du das so gelesen hast, diese für dich enttäuschende Kritik, als dass, dann müsstest du logischerweise sagen, ja, das ist ja nun so enttäuschend, was er sehr schreibt, aber er schreibt das als Autor, er schreibt das als Mensch, also ich bin von Dietrich Kuhlbrot enttäuscht. Das wäre dann die logische Fortsetzung. Nee, das war ich nicht. Meine Frage war nur, hattest du den Eindruck, dass dieser Film sozusagen von seiner Machart eher entweder einlädt oder auslädt? Sozusagen als Zuschauer. Da bin ich mir selbst nämlich nicht sicher, sozusagen. Wie differenziert kann man sich dann eigentlich einem Film widmen, sozusagen, wenn man merkt, der Geschmack ist, wird enttäuscht oder sozusagen, man dockt nicht an, so würde ich das formulieren. Ja, also die erste Frage war die nach der Machart des Films. Mhm. Und diese Machart ist ja brillant. Mhm. Das ist also ungeheuer liebevoll ausgestattet. Und das ist auch im Licht sehr interessant, also dieses in Chicago bereits zum Beispiel, dieses Licht, das so, wie soll ich sagen, als ob die Stadt in einem ewigen Dämmerzustand liegt und wunderbar gemacht. Für mich war also bloß diese ganze schöne Machart, die fand ich missbraucht durch die Schauspieler. Also ich meine, ganz doof und banal zu sagen, der hat mich genervt. Mhm. Der Typ, der da seine Instrumentesammlung vorstellt oder Plattensammlung oder was es genau war. Gitarren, und zwar ja. In einer Ausführlichkeit ohne Ende. Ja, so sind Sammler. Dann sagen die, oh, da habe ich noch die Platte so und so. Und dann fangen die Ersten an zu gähnen und die Nächsten gucken, wo die nächste Tür ist. So ist das. Mhm. Und so, das bringt der Film auch wieder. Bloß, sorry, ich habe auch gegähnt und habe wieder Tür geguckt. So ist das halt passiert. Also das heißt, ich fand diese Darstellung zu eitel, obwohl ich weiß, dass Sammler einfach so drin sind, in ihrem Wahn, in Anführungszeichen. Ja. Und ich hätte vielleicht gnädig drüber weggucken sollen, aber das ist mir nun nicht gelungen. Hinterher habe ich gesehen, dass allgemein im Kino, wo ich den Film gesehen habe, auch so eine Stimmung kurz vorm Gähnen bestand. Es hätte also jetzt zum Beispiel Beifall geben sollen, denn das Ganze wurde gezeigt auf einem Filmfest, wo auch Tilda Swinton erschienen war. Filmfest Hamburg. Da habe ich den auch gesehen. Und das, dieses Riesenkino, nicht? Das wurde leerer, ja. Ja, das wurde leerer. Und ich saß ziemlich vorne, schon wegen Tilda. Und
Da war auch überhaupt keine Stimmung nach dem Film. Da dachte ich, also du bist nicht alleine da, du hast dich nicht völlig verrannt. Aber ich meine, davon hätte ich es nicht abhängig gemacht, so zu schreiben. Bloß ist es dann irgendwie noch schon so eine Bestätigung. Ja, das ist jetzt ganz ungenau. Du wirst jetzt fragen, was sind denn das für Kriterien? Sind das wirklich deine subjektiven Kriterien? Bist nicht so in der Stimmung, dich da auf dieser Party wohlzufühlen? Auf dem Filmfest von Herrn Widerspiegel, wie heißt das so? Ist doch egal. Insofern ist es dann die Autorenarbeit als Filmkritiker subjektiv auch von den Zeiten und Zusammenhängen abhängig, indem man etwas schreibt. Also auch die Projektion. Ja, ich muss natürlich nicht sehen, dass ich wütend auf die Welt, in tiefer Depression, Prozac ist alle und so weiter, dann hingehe und mir einen Film angucke. Das wäre natürlich eine Gemeinheit. Die Kriterien sind also sehr schwierig zu benennen. Und ich war auch jetzt gar nicht direkt darauf vorbereitet, was zu schreiben. Ich weiß auch, habe ich das geschrieben für konkret wieder? Da hatte ich dann auch einen redaktionellen Auftrag. Und da habe ich mich mit der Redakteurin, sage ich immer, Mensch, wieso, ihr druckt alles, was ich schreibe. Also bei manchen Sachen weiß ich gar nicht, ob ich da so richtig liege und so weiter. Und dann haben die gesagt, nee, mach doch noch mehr so in der Art. Ja. Also da habe ich auch keine präzisen Vorgaben. Ich weiß nur, dass sie das abdrucken. Aber das sind ja auch meistens, naja, ich will jetzt nicht weiter Redaktionsgeheimnisse oder. Aber jedenfalls ist es nicht so wie zum Beispiel in der HFBK, wo ganz präzise geredet wird über die Begriffe, die man anwendet, über die Kategorien und so weiter und so weiter, ob das jetzt alles begrifflich gesichert und geordnet ist und so weiter. Da kann ich nur sagen, bei mir ist das Chaos. Also da kommen auch immer wieder neue chaotische Begriffe hinzu. Ja, diese Begriffssammlung, wie gesagt, vom nonkonformistischen Film zum obsessiven Film und zum aktivistischen Film. Und jetzt hat der Bundesverband der Deutschen Filmkritik gerade ausgerufen, wir brauchen die aktivistische Filmkritik. Der Bundesverband ruft das an. Der Bundesverband hat, da war ein Staatsstreich und da haben junge Leute die Macht übernommen und das sofort ausgerufen. Also aber alles sehr sympathische Leute nebenbei gesagt. Was wurde da propagiert? Ja, das kann ich dir sagen. Diese Frage habe ich dem Bundesverband auch gestellt. Er will das erläutern auf der Berlinale jetzt im Februar und will merkwürdigerweise, dass einen integrierten Stand für die aktivistische Filmkritik innerhalb der Berlinale haben, aber haben von Coswig noch nicht die Zusage.